Nein, geh da nicht hin, hat er gesagt im letzten Part. Und wo müssen wir hin? Genau hier. Es sah so aus wie das andere, wo nichts war. Scheiße. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Alien Isolation. Hoffentlich ist es bald zu Ende. Keine Sorge, Max, wir haben es bald geschafft. Denke ich. Also, es gibt doch drei Antennen, oder? Ist okay, Ripley. Bei den Transmittern gibt es eine Überbrückungskonsole. Natürlich. Allmählich häufen sich die Lächerlichkeiten. Wo ist das jetzt wieder? Jetzt müssen wir wahrscheinlich dahin, wo ich dich vorher hingelotet habe. Das kann sein, ja. Das ist der einzige Weg, der noch offen ist. Ich will nicht dahin, wo es finster war. Vielleicht ist es jetzt nicht mehr finster. Vielleicht ist jetzt das Alien da. Ja. So, sorry, aber ich muss mal kurz. Ja. Erst einmal ja Weißbier. Bei dem Frust kann man nur noch saufen. Es ist kein Weißbier, es ist Eistee. Keine Sorge, wir trinken nicht bei der Arbeit. Wir sind Profis. Genau, deswegen fressen wir auch kühne Gewürzgurken. Kühne Gewürzgurken. Im Angebot. Nur Profis essen Sachen, die im Angebot sind. Schau mal, ob du die Taschenlampe anmachen kannst. Nein, natürlich nicht. So. Klemmfreigabe aktivieren. Eins, zwei oder drei. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Oida. What the fuck? What the fuck? So viele Hebel und man kann keinen davon betätigen. Willst mich doch verarschen. Und wo ist die Klemmfreigabe? Tja, wir haben leider auch keinen Moshi, um es rauszufinden. War wohl doch irgendwo oben noch. Wahrscheinlich in genau demselben Terminal. Deine Mutter ist die Klemmfreigabe, Amanda, echt. Schau mal, was ist denn das? Ah ne, das gehört zur Halterung von dem Gang. Kann bitte jetzt irgendein großes Trümmerteil kommen und uns erschlagen. Wir haben Spaß gerade. Macht wirklich Spaß, in Slow Motion über die Scheißstation zu latschen. Da schon mal da links, ist es das vielleicht? Ich gucke erstmal hier nochmal an dem. Ist nicht. Das da vielleicht, oder? Ah ne, das ist ja überhaupt nichts. Dann vielleicht doch das da. Das wird sein. Hm, wahrscheinlich. Ne, da ist wieder nix. Was ist das da? Das geht auch wieder nur zur Halterung. Hä? What the fuck? Also doch in dem dunklen Raum. Das kann's doch auch nicht sein. Vielleicht war es so finster, dass du was übersehen hast. Was hältst du davon, wenn wir ganz kurz nachschauen, bevor wir jetzt hier noch... Nee, jetzt komm, jetzt geh nochmal in den Raum und such dir nochmal eindringlichst ab. Ich will in den scheiß Raum nicht nochmal reingehen. Da war nix. Doch, da war was. Da war's dunkel und da war gar nix. Das gibt's doch nicht. Ach, das Dunkel und Feuerschrecken. Jetzt geh doch einmal rein. Nein. Und durchsuch's gescheit. Und wenn wir dann nichts finden, dann holen wir's. Halt echt krampfig irgendwie gerade. Die Sonne sieht auch so aus, als ob sie gleich explodiert dahin. Also ich weiß nicht, ob wir uns jetzt gerade einfach besonders blöd anstellen. Ich glaube, wir stellen uns gerade einfach besonders blöd an, weil wir dieses Spiel endlich durchspielen wollen und das Spiel uns nicht durchspielen lässt. So, schauen wir Stück für Stück alles an. Auch die Sachen jetzt, die unscheinbar wirken. Hier ist überall Sperma. Ich glaube, hier sind Hiebes gestorben. Da! Wird es wahrscheinlich auch wieder hell, natürlich. Zumindest hat es zu blinken. Mhm. Jetzt muss erst die Klemmfreigabe. Das ist jetzt das Ding da. Nein, das ist die Notfallklemme. Jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder hochlaufen. Ey, da raste ich jetzt aus. Na, jetzt warte, jetzt schau dich hier erst nochmal entspannt um. Das sind ja drei Hebel. Ah, jetzt hat sich's. Jetzt tut sich wieder was. Ist da jetzt was aufgegangen? Da schon mal, da ist was aufgegangen. Das da meinst du? Nein, da ist hell geworden. Da, rechts. Da. Ah, ja. Ah, jetzt sieht das auch so aus, als könnte ich das nehmen. Ah. Klemmfolge. Ich schätze, das muss ich bei allen machen. Und dann am Ende den Hebel ziehen. Mhm. Sie müssen einfach den Nippel durch die Lasche ziehen. Und mit der Kurbel ganz nach oben drehen. Da scheint sofort ein Pfeil und da drücken sie dann drauf. Und schon geht die Hose auf. Schon
geht die Sevastopol auf. Das wäre mal lustig. Okay, das sieht für mich ausgerichtet aus, gehen wir. Ja, screw this shit, I'm out of here. Am Ende kommt doch. Jetzt cruncht's in uns rein. Da kann man nichts machen. Spiel vorbei. Okay, jetzt musst du, glaube ich, eh wieder zurück. Ich hätte ganz gern, dass es mir aber vorher sagt. Nicht, dass ich jetzt hochgehe und es dann doch nochmal was hier zu. Ja, wieso? Du hast jetzt hier alle Hebel betätigt. Was sollst du noch machen? Geh wieder hoch. Vertrau mir. Okay, ich vertrau dir. So wie du es auch vorher schon tatest. Und dann erstmal in dem dunklen Raum rumgetappt bin. Aber ich hatte immerhin recht, dass es da weitergeht. Ja, gut, dass man irgendwann dahin muss, dachte ich mir schon auch. Ja, ja, das sagst du jetzt bloß. Du hast dich doch bloß hochgepumpt. Ja, und was ist so schlimm daran? Wenn es hier wirklich um Leben und Tod gehen würde, würden wir so unglaublich sinnlos krepieren. Hat der Tod überhaupt einen Sinn? Okay, das war's schon mal nicht. Vielleicht nochmal das Gleiche. Oder doch nochmal was in dem Raum. Nee. Hast du die Koordinaten gemerkt? Hatten wir die irgendwann mal gegeben? Ja, geh nochmal weg. Die stehen da links, schau, 35 so, ah. A. Okay. Ich schätze mal, dass da mit 35 Grad gemeint sind. Offensichtlich. 75B. Aha. Nein, das ist auch 75. Ah, das untere war A, das obere ja. B. Jetzt. Und ich habe gerade in der Nase gebohrt. Verzeihung, ich war auf Nahrungssuche. Machen. Die Gewürzgurken sind alle. Sehr schön. Kommen wir jetzt endlich go, wieder go, nach Gadgetto Hause. Go, Gadgetto Arme! Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass das noch böse enden wird irgendwie. Ja. Ricardo wird es definitiv nicht schaffen. Er ist schwarz, mich wundert es, dass er nicht als erster gestorben ist. Das war beim Alien-Film auch nicht so, da ist der Dingens auch nicht zuerst gestorben. Oh, jetzt schießen wir die Torrents mit unserem Laserstrahl ab. Mit einem Laser? Torrents! Torrents, hier spricht Ripley auf der Station. Können Sie mich hören, Verlaine? Ripley, was zur Hölle geht da drüben vor sich? Schlechte Sachen, Torrents. Hier läuft ein Alien herum. Es ist tödlich. Sie müssen uns hier sofort rausholen. Ein was? Ich habe keine Zeit für Erklärungen. Bitte, Verlaine. Wir können nirgendwo andocken, Ripley. Die Station driftet von ihrer Schwerkraftverankerung. Unter den Raumfahrttürmen habe ich eine Schlepperplattform gesehen, aber die Torrents ist für die Verbindung nicht ausgelegt. Sie müssen die Klemmen der Abschleppplattform von ihrer Seite aus ausfahren. Begeben Sie sich einfach in Position. Bestimmt jetzt auf dem hier. Nein, natürlich nicht. Nein, ich fürchte, wir müssen wieder ganz zurück. Ganz ehrlich, wir sind jetzt 20 Minuten hier draußen rumgestiefelt, nur dass wir drei Sätze mit denen wechseln konnten. Ja. Seriously. Das ist gerade echt ein bisschen schwach. Ich hatte echt so ein geiles Gefühl, wo es dann jetzt wieder... Geh da lieber nochmal hin zu dem Ding da. Ja. Ich glaube zwar nicht, dass es was ist, aber... Naja. Ich hatte echt so ein gutes Gefühl, wo es dann so wieder Fahrt aufgenommen hat mit dem Nest und so. Das war halt richtig geil und da hatte ich wirklich das Gefühl, jetzt hat es so seinen Climax erreicht. Jetzt hat es so den Höhepunkt und jetzt kann es gut enden. Ja, aber das hat jetzt auch schon wieder drei Parts hier mit dem Nest. Ja, ja. Das war irgendwie, das Spiel war schon viel, viel länger vorbei und es wäre perfekt gewesen dann.
Und jede Passage, die danach kam, war dann wieder ein bisschen weniger und ein bisschen weniger. Und jetzt ist es einfach nur noch Tortur. Jetzt laufen wir einfach nur noch durch. Ja, vor allem, wir können ja nicht mal laufen. Im Moment. Ja. Das kommt ja noch erschwerend hinzu. Du, 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 du. Das müssen wir auch mal wieder spielen. Müssen wir auch mal wieder spielen, ja. Das ist so geil. Wenn du diese ganz friedliche Musik läuft und Leuten mit dem Bajonett ins Gesicht stichst. Habe ich dir das erzählt mit der Studie, an der ich mal teilgenommen habe? Ja, hast du. Ja. Es war so, da sollte ich halt, also es wird jetzt zu lang dauern zu erklären, was das jetzt alles war, aber ich sollte halt im Laufe dieser Studie mich an irgendwas Positives erinnern, während klassische Musik gelaufen ist. Ich hatte dann schon so, bevor die Musik anging, hatte ich dann schon was im Kopf, so okay, ja, daran kann ich mich erinnern, ist eine ganz nette Erinnerung. Und dann ging die Musik los und das war halt eins von denen, die immer in Napoleon Warband liefen und sofort hat sich die Erinnerung umgewandelt und ich habe sofort anfangen müssen zu lachen. Das war so geil, so alle anderen saßen so auf ihren Plätzen, haben so ganz normal geguckt oder vielleicht so ein bisschen gelächelt und ich saß da so da. Ich habe einfach dran gedacht, wie wir Franzosen das Gesicht weggestochen haben. Genau. Oh, ho, ho. Haben die Tester einen dicken Bauch. Ho, ho. Oh, ho. Ricardo, hören Sie mich? Oh, oh. Und tot. Ricardo, bitte komm. Ja, schon mal einen Flammenwerfer rausholen. Das war so klar. Das war so abrupt, das war definitiv ein Alien. Ja. Ein Alien oder jemand. Na, wir sehen es. Auf jeden Fall ist Ricardo nicht mehr da. Er ist weg. Er ist weg. Oh, hallo. Durch? Nee. Ich würde jetzt hier nicht rausgehen. Notfallsituation. Komm da durch. Gehen Sie zum nächsten Evakuierungspunkt und warten Sie auf Anweisungen. Ich wundere vor allem, dass es nicht auf dem Moshi auftaucht. Ja gut, bewegt sich recht wenig. Komm, geh doch einfach weg. Kommt die ja gerade. Ja. Irgendwann muss ich Go for it machen. Auch wenn ich nicht so ganz weiß, wo ich hin muss. Auf jeden Fall. Eine der seltenen Situationen, wo ich mir denke, ich würde es gern mal kurz sehen. Ich will einfach mal rausklettern und im Zweifelsfall habe ich Flammenwerfer. Muss ich beim Rausklettern packt, ist halt blöd. Jetzt mal erstmal raus von hier. Ach, Scheiße. Auf der einen Seite kommst du drunter. Ich glaube, da musst du lang. Ja, sieht ganz aus. Den Moshi rausholen. Nee. Wo ist es nur? Das
Station in den Aufzug. Nice one, gut umgangen. Jetzt kommt's noch so. Och Manno, ich wollte Ricardo noch retten. War wieder klar, dass Ripley die einzige Überlebende ist, wie in jedem Alien-Film. Stimmt nicht, im zweiten Teil überlebt auch noch der Bishop. Das stimmt, und, Hicks. Der Bishop, der Hicks und das kleine nervige Mädchen. Ja, stimmt. Was kein Mensch die leiden Mord. Kann. Mord. Ist doch wieder Schacht, oder? Klingt so, ja. Ricardo? Oh Gott. Ricardo. Oh nein. Er hat einen Facehugger. Ja. Als ob du so überrascht wärst, Ripley. Komm nur her, du Drecksviech. Links lag was. Ach komm. Fuck. Ich bin extra aus dem Weg gegangen. Fies. Ich schwör's dir, wenn's nicht irgendwann mal zwischendurch gespeichert hat, weil wir haben seit der Ding draußen haben wir keine Speicherstation mehr gehabt, glaube ich. Seit der Passage dort. Oh, fick dich doch. Fick dich doch. Nee, ermöglichen Sie der Torrance das Andocken. Nein! Was denn? Ja, wir müssen jetzt nochmal das Alien umgehen. Nein, wir müssen nochmal raus. Nein, müssen wir nicht. Ermöglichen Sie der Torrance das Andocken. Nicht kontaktieren Sie die Torrance. Für die Nutzung der Luftschleuse wird ein Raumanzug benötigt. Musst du da hochfahren? Nein. Ja, richtig. Ja? Wo ist das Problem? Ach so, ja, stimmt. Stimmt, ja. Halten Sie sich bereit. Wir verschwinden von hier. Okay. Wir. Ricardo? Vor allem, du hörst nicht mal ein oder so. Ja, genau. Wir. Oder ja, sowas in die Richtung hätte ich jetzt ehrlich gesagt erwartet. Ist das eigentlich hier direkt am Anfang? Ist das da schon im Raum? Nee. Jetzt wird erstmal. Ah, da. Keine Ahnung, woher jetzt das kam. Notfallsituation. Gehen Sie zum nächsten Evakuierungspunkt und warten Sie auf Anweisungen. Wir müssen einen Geräuschmacher ans andere Ende des Raumes werfen. Dann werden wir die Dinger wie eine Leuchtfackel. Weiß nicht. Wobei das Entzünden zu gefährlich ist. Geh runter und dann rechts wieder in diesen Lüftungsschacht rein. Das war so geil, wenn man so davor steht. Jetzt geh auf! Ja. Geh auf, du Fickschacht! Einfach wieder probieren, oder? Oder nicht? Das ist immer so schwer zu sagen, wo es jetzt. Schau ich mal aufs Gehänge. Was ist jetzt hier? Weg irgendwie. Okay, ich glaube, es kommt von da hinten. Nee, alles gut. Kannst du mal kurz Moshi rausholen? Okay. Nein, ich kann Moshi nicht kurz rausholen. Okay, er geht zurück. Ich nehme dann da auf jeden Fall wieder die Speicherstation. Seite, ja. Ja. Bin
ich Depp sag auch noch scheiße auf die Speicherstation. Ja. Ja, ich dachte mir in dem Moment halt auch so, wird schon laufen irgendwie. Gefahr ist nah, wirklich. Im schlimmsten Fall können wir einen letzten wieder laden. Was wir jetzt auch cool werden. So. Weil ich keine Bock habe, dass er jetzt so auf mich ist. Oder nee, ich probiere jetzt den letzten zu laden und guck, ob's. Die hatten wir, glaube ich, so noch nicht gesehen. Ich guck mal, ob's jetzt auch mich noch schon gesehen hat. Nee, hat's nämlich noch nicht. Cheater! Cheater, wir haben euch längst erkannt. Jetzt ist aus die Maus, wir schmeißen euch jetzt raus. Oh. What was this? Pass auf, pass auf, pass auf. Oh ja, stimmt. Puh. Hier sind ziemlich viele Lüftungsschächte auf deinem Weg, mein Freund. Ja. Ricardo? Oh Gott. Ricardo. Da kommt es jetzt gleich raus, ja, wenn es getriggert war. Sehr gut. Genau, und das dachte ich auch gerade. Ja, aber ich weiß gar nicht, wo es ist. Ja, irgendwo ist es schon. Oder läuft es gerade? Ich glaube, die Musik. Alter. Okay, raus hier, oder? Was auf den Lüftungsschacht über hier auf? Okay. Stimmt, den kennen wir mittlerweile schon. Ja, ich gehe jetzt einfach immer am Rand ein bisschen lang. Da ist ein Speicherschloss. Wo? Durch die Tür. Oh, ja, stimmt. Harte Wahl, Schrank oder Speicherstation? Aha. Da weiß ich jetzt echt nicht, ist es die Musik oder ist es das Fickvieh, ey. Die Sicherheitsalarm in den Schrank, falls es gerade hinter mir ist. Minecraft auch so. Das ist definitiv in der Nähe. Ja. Das macht, bei der Musik ist es halt echt schwer, das Vieh zu orten. Und das ist tatsächlich. Das ist Fickvieh, ey. Was für eine Taste war nochmal Atem anhalten? Rechte Maustaste. Ja. Geh einfach mal raus oder warten, nee, nee, bis er wieder in unsere Richtung kommt. Okay, sieht gut aus. Ja. Zum Glück hast du immer noch eine Flammenwerfer. Richtig. Da vorne ist er. Ja. Oder er kommt in unsere Richtung. Oder? Nee, doch nicht. Oder rechts kannst du das Ding aufschmeißen. Ja. Ich glaube, das ist zu viel Lärm macht, zu lang dauert jetzt. Bewegt dich nicht, bewegt dich nicht. Ja, nur dass wir da einen sichereren Weg haben. Wenn ich jetzt von hinten packt, hat der sichere Weg auch nichts gebracht. Das stimmt allerdings. Und der hat dich gesehen. Ja. Versuch mal vielleicht den Flammenwerfer zu zücken. Hab ich doch nicht gesehen. Ups. Puh.
wir haben noch ganz gut. Ist alles in Ordnung. Und es hat uns noch nicht gesehen bisher in der Passage. Aber links in den Schrank gehen, glaube ich, war einer. Ja. Nein! Bitte, bin ich zurück. Bin ich. Da ist schon mal RMT bereit. Ja. Nee, der hat uns noch nicht gesehen, sonst wäre er schon da. Ja. Das war für meinen Geschmack etwas zu knapp. Ja. Ich dachte, die Luftanhaltpassagen wären vorbei. Verrückt! Der hört das Ding doch! Ich glaube, er ist wieder draußen, oder? Soll ich es mal wagen? Ja. Irgendwo hier in dem Raum müssen wir was machen, oder? Nee, muss einfach weg. Sicher? Warte, der fliegt gleich wieder um. Ja. Ich weiß nicht, ob du in dem Raum was machen musst. Oh, schauen wir schnell, ob wir was beachten können. Natürlich. Nee, du musst raus einfach nehmen. Sprinten? Ja. Okay, jetzt wieder chillen. Oder den Aufzug einfach. Oh. Ein guter Zeitpunkt, den Part zu beenden. Schon wieder, ey. Ja. Wir kommen einfach nicht zum Ende. Schrecklich. Übertragung. Errungenschaft freigeschaltet. Okay, schauen wir jetzt erstmal noch, ob irgendein Gelaber kommt. Aber ja, doch, vielleicht mit der TUS von der, mit der Verlaine. Ja. Schauen wir mal schnell. Das würden wir dann noch durchlaufen lassen und dann... Okay, passt. Dann ist es ein guter Zeitpunkt, um den Part jetzt zu beenden und hoffentlich jetzt endlich in den Finalpart zu kommen. Worauf wir schon seit 4 Parts warten. Ja, gefühlt 10. Vor allem, ich dachte mir halt echt so vor 2 Stunden so, hey krass, jetzt ist 10, sind wir schon fertig, dann können wir noch entspannt ein Bierchen trinken und dann gehe ich nach Hause, jetzt ist 12. Goddammit. Tja, Freunde. Gut, dann... Hoffe ich, es hat euch Spaß gemacht und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Kühne Gewürzgurken im Angebot bei Alien Isolation. Bis dahin, ciao!